Print hilft, hilft Print und wie weit hilft es eigentlich? Das ist das Motto meiner Präsentation, über die ich dann in der Breakout-Session gerne mit Ihnen diskutieren will. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, für wen ich tätig bin, für die Frankfurt School. Wer verbirgt sich dahinter? Was ist unsere aktuelle große strategische Aufgabe? Und welche Rolle übernimmt das Magazin dabei, das Sie ja auch heute Morgen auf Ihrem Stuhl gefunden haben? Ich werde Ihnen das Magazin vorstellen, ein paar Eckdaten und dann zum Schluss in meine Frage überleiten, Ihnen mein Anliegen vorstellen. Wer ist die Frankfurt School? Sie wurde 1957 gegründet, sehr eng, sehr schmal aufgestellt mit einem Studiengang für eine Zielgruppe, nämlich Bankmitarbeiter. Das war die Bankakademie. Dann kam vor allen Dingen in den 1990er Jahren, eine riesige Entwicklung. Man hat eine eigene Fachhochschule gegründet. Es wurde vor allen Dingen auch ein Bereich gegründet, der Beratungs- und Trainingsmaßnahmen in Dritte Welt- und Schwellenländern übernimmt. Es kam ein eigener Verlag dazu. Sie sehen es hier auf der Folie. Wir hatten sehr viele unterschiedliche Logos, unscharfe Marken und vor allen Dingen eine unscharfe Positionierung. Man kannte uns gar nicht mehr, man verstand uns nicht mehr. Wir haben einen Strategieprozess gestartet und am Ende war dann das Ergebnis unten. 2007 haben wir eine neue Marke eingeführt. Alle Bereiche gingen in der Frankfurt School of Finance and Management auf. Seitdem, das ist auch dann die Kommunikationsaufgabe, positionieren wir die Frankfurt School als forschungsorientierte Business School. Also wir haben mächtig investiert in die Fakultät. Wir haben heute 50 hauptamtliche Professoren bei uns. Wir decken nicht mehr nur Banking ab, sondern branchenübergreifend alle Themen rund um Wirtschaft, Management, Leadership. Der englische Name soll natürlich auch die Internationalisierung unterstützen und die große Aufgabe ist es eben, die Frankfurt School als Kompetenzzentrum für Wirtschaft und Management zu positionieren. Das machen wir mit Medienarbeit, aber eben auch mit dem Magazin, das zweimal im Jahr erscheint und immer ein Thema, eine Frage aufgreift, die im Moment hoffentlich viele Zielgruppen betreffen. Wir haben was gemacht zum Thema Kreativität in China. Wir haben was gemacht zur Schuldenkrise. Auch die Debatte um die Wirksamkeit von Mikrokrediten haben wir aufgegriffen. Das Heft erscheint zweisprachig und wird von einer externen Redaktion im Wesentlichen gemacht. Damit stellen wir eine hohe journalistische Qualität sicher. Wir wollen eben keine Hurra-Postille sein. Im hinteren Teil, im sogenannten Campus-Teil, kommen diverse Stimmen aus dem Haus zu Wort, eben nicht nur Professoren, sondern auch Berater, auch Programmdirektoren, damit wir die Vielfalt der Frankfurt School auch im Heft sozusagen dokumentieren können. Hier sehen Sie einige Titelbilder. Die Hefte kommen sehr gut an. Vor allen Dingen die Sales-Kollegen nehmen es gerne mit im Kundenkontakt, um über die Frankfurt School ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Bronzepreis bekommen bei CASE und sind beim Econ-Wettbewerb auf der Shortlist. Ja, zum Schluss, das ist ja alles gut und schön, so ein schon tolles Heft zu drucken, was natürlich auch sehr, sehr aufwendig ist von den Kosten her, können Sie sich vorstellen. Es sind viele Kommunikationsexperten hier, aber reicht das jetzt? Ja, die meisten Präsentationen heute gehen ja um neue Technologieformen, um neue Kommunikationskanäle. Wir stellen das Heft so 1:1 als PDF ins Internet. Viele Leute downloaden sich das, das freut uns alles. Aber wie können wir die Inhalte, die wir dort mühsam und mit sehr viel Fleiß und Aufwand erarbeiten, weiter zur Verfügung stellen? Wie können wir den Impact dieses Printmagazins erweitern? Das ist im Moment mein Anliegen und ich freue mich sehr und hoffe, dass wir doch in der Breakout-Session darüber ins Gespräch kommen und ich Ideen oder Anstöße und weitere Fragen mit nach Hause nehmen kann. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.